Hallo, liebe Freunde. Du bist auch zu Gast bei mir. Ah ja. Heute mal aus einer ungewohnten Umgebung, denn ich bin bei Nora und wir drehen ein Video. Denn was machen zwei YouTuber zusammen? Sie drehen einen Tag. Ja, und zwar machen wir den Wer-würde-eher-Tag, weil den finde ich eigentlich immer ganz lustig. Das ist der einzige Tag, den ich mir auch manchmal anschaue von Leuten. Der geht so, dass man sich Fragen stellt und dann zeigt man, wer eher würde. Okay, let's start this game. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Ja, warum? Weil du tough bist und ich brauche meine Bett. Ja, ich habe auch bei Nora... Und ich habe Angst vor Tieren. Und Nora schläft sogar mit Heizung an, weil ihr kalt ist. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher überleben. Ja. Wer würde eher vom 10-Meter-Turm springen? Du würdest alles eher, weil du einfach die coolere Person bist. Nein, aber würdest du nicht vom 10-Meter-Brett springen? Bist du schon mal vom 10-Meter-Brett gesprungen? Ja, da war ich klein und war noch nicht so angstvoll. Ich hätte diesen Sommer die Chance gehabt, aber habe es nicht getan. Du? Ja, ich auch nicht. Ich bin vom 5er mal gesprungen und das war schon wild, weil es tut so weh, wenn man da aufkommt. Ich bin gar nicht gesprungen dieses Jahr. Wer würde eher eine Woche ohne Dusche auskommen? Das könnte ich wiederum gut. Ja. Auf jeden. Das könnte ich gar nicht, nein, weil ich wäre so... Wer würde eher einen Monat in denselben Klamotten rumlaufen? Mach ich eh. Nora, ja. Ich brauche Wechsel, und weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Beziehungsweise ich wechsle jeden Tag meine Oberteile, aber nicht diese Hose. Stimmt, die hast du immer. Aber ich habe auch immer schwarz an. Also ich glaube, wenn Leute jetzt nicht genau darauf achten, denken die, okay, das ist die, die immer schwarz trägt. Hm, ja. Wer würde eher sich eine Glatze rasieren? Oh. Ich glaube, du. Luca. Ist das ein Joker? Joker, Luca. Ich weiß es nicht. Ich nicht. Auf keinen Fall. Ich auch nicht. Doch. Doch. Ja, ich glaube, ich habe auch gesagt Nora. Aber das wäre dann so ein Britney Spears Moment. Wer würde eher sich beim DJ Wolfgang Petri wünschen? Was singt Wolfgang Petri so? Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Aber gut, dass du den Song kanntest und ich es mir wünsche. Wer würde eher einen Monat aufs Handy verzichten? Ich habe mich selbst gewählt und du dich auch. Weil ich so Bock hätte. Ja, ich... Lass mal wohin fahren und kein Handy haben. Ja, lass uns mal so einen Handy-Free-Monat machen. Ja, vielleicht mindestens eine Woche. Wow, das wäre super verrückt. Mein Gott, let's plan it. Ja. Wer würde eher 100 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad fahren? In München. Aber auch nicht gern. Ich liebe Aber du bist ja auch langsam ein Fahrradfahrer. Oh ja. Oder? Lass es uns zu zweit machen, auch wenn wir es nicht 100 Kilometer. Wer würde eher einen Teller Brot mit Käse überbacken? Ah, Nora! So was von! Hast du das schon mal gemacht? Ich verstehe die Leute nicht, die sowas machen. Aber ich würde es machen, weil ich Käse liebe und Nutella. Schokolade. Ich habe auch, das ist so eine richtige Frage, wo man einfach Nora antworten muss. Ja. Gestern ist Nora aufgestanden, weil es in ihrem Vlog geklingelt hat und sie dachte, das wäre echt. Und ich habe telefoniert und ich dachte, was macht sie denn da? Ich habe ihn wieder so gar nicht geklingelt. Ich habe ihn wieder so angeguckt, so, hä? Und die wieder so, hä? Und ich dachte, sie guckt, hä, weil es geklingelt hat und sie nicht weiß, warum geklingelt hat. Und sie guckt, hä, weil ich komisch bin. Wer würde eher 3 Tage ohne Essen aushalten? Nee. Ich würde es auch nicht aushalten. Ich wäre so aggro auf stimmt, alles, was ich existiert. Ich esse gerade im Moment extrem wenig. Ja, weil Nora hat kein Geld. Wenn ihr das wieder seht, hat sie wieder Geld. Ja. Wer würde eher ein Leben lang ohne Süßes überleben? Nee, das kann ich nicht beantworten, weil das könnte ich nicht. Mein, ich könnte... Oh, herzhaft, da müsste man dann so Salzstangen und sowas essen. Wer würde eher in einer Prüfung... Also das lassen wir unbeantwortet, oder? Ja. Mit Süßigkeiten will ich nicht spaßen. In einer Prüfung vom Nachbarn abschreiben.
Jo, ich bin ehrlich in der Schule gewesen, deswegen hatte ich auch immer 5. Ich habe immer abgeschrieben, ich habe immer gespickt, immer. Alles. Leute wie dich mochte ich nicht. Aber in der Oberstufe habe ich es auch nicht mehr gemacht. Ich habe nur bis zur 10. Klasse habe ich mich durchgeschummelt. Ich habe nichts gemacht und alles nur geschummelt. Und mein Papa immer so. Ich helfe dir später schreiben. Wer würde eher an einem Marathon teilnehmen? Du darfst nicht bei mir gucken, bevor du dir das ausdenkst. Ich hätte da schon Lust drauf, auch wenn ich Rennen nicht mag. Ja, aber du hast da eher Disziplin zu, glaube ich. Ja. Außerdem bist du agiler. Wer würde eher ein Dixi-Klo sauber machen können, ohne zu würgen? Ich bin ungefähr der Sauberkeitsfreak. Aber das ist ja dann eben das Gegenteil von sauber. Ja, aber das wird ja dann sauber. Okay. Ich würde das feiern. Darf ich mal dein Klo sauber machen? Ja. Aber das ist eigentlich immer sauber. Wer würde eher einen Party-Marathon von 7 Tagen überleben? Wir beide. Wir beide nicht. Luca. Wer würde eher auf der Straße überleben? Ich würde halt singen. In meinem Vlog. Ich würde auch singen. Das alles verschenkt. Ja, Nora, ich nicht. Wer würde eher in einen Promi-Skandal verwickelt werden? Sowas von Nora. Du bist so richtig so eine Person, die irgendwann mit einem Celebrity anwandelt. So richtig. Ich weiß. Mit Harry Styles. Vorzugsweise. Wer würde eher wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet werden? Ja, aber warum, weiß ich auch nicht. Weil du so Sachen machst wie... Oh mein Gott! Wer würde eher überraschend zum YouTube-Star werden? Nora! Emina! Wir sind ja eigentlich schon YouTube-Stars. Wer würde eher beim Anblick von Tierbabys Tränen in den Augen haben? Ich halt nicht. Ja, ich schon. Weil wenn ich Strolch sehe, dann muss ich weinen. Oh, Strolch ist die Exception. Strolch ist der Beste einfach. War der mal ein Tierbaby? Ja, der war auch mal ein Tierbaby. Hast du ihn da schon gesehen? Ja, er war 1. Und er kam zu uns und er wollte nur spielen. Er würde eher seinen Facebook-Account löschen. Strolch? Ja. Ich nicht? Ja, deine Gaga-Fans. Ja, meine Gaga-Fans. Freunde. Die brauche ich. Und außerdem brauche ich Facebook, um zu wissen, wann meine Freunde Geburtstag haben. Wer würde eher eine Schlägerei anzetteln? Das ist schon ein Audi. Ich glaube, das ich könnte dir so nie was antun. Wie klein mein Kopf aussieht im Gegensatz zu dir. Hier, wir haben gestern den Handtest gemacht. Meine Hände, seht ihr das? Das ist schon richtig verrückt, wie groß meine Hände sind. Wer würde eher auf der Straße einem Wildfremden ein Kompliment machen? Ja. Hey, schöne Tasche, wo ist die her? Wer würde eher Bundeskanzlerin werden? Aber ich hasse... Also du bist irgendwie destined dazu... Ich bin Advokat, du ja auch. Aber, ah ja, also das ist so meine, ich will die Welt. Ja. Ich bin so eine Mutter Teresa. Aber ich will trotzdem kein Bundeskanzler sein. Nee, ich mag Streiten auch nicht, aber ich will es eher sein. Wer würde eher von heute auf morgen auswandern? Wer würde eher ein pinkes Plüschsofa kaufen? Wir ja, beide? Du wahrscheinlich, ja. Nee, ich würde es halt so, wenn es trashy wäre. Es hätte Stil, wenn man es dann alles andere ist schlicht. Wer würde eher ins Kloster gehen? Ich weiß es nicht. Du würdest nicht ins Kloster Doch, gehen. Doch, 5 Uhr aufstehen. Stimmt, beten. Was will ich denn im Kloster? Ja. Gott. Enthaltsamkeit. Oh Mann! Wer würde eher einen Nobelpreis bekommen? Boah, den Frieden oder Literatur so würden wir bekommen. Es gibt ja nichts für Kunst. Wir beide fütieren dir. Ja. Und Luca. Ein Leben lang nur Tütensuppen essen. Ich? Ja. Ich dachte, du, weil du so auf Spaß. Wenn ich das ein Leben lang machen würde, würde ich ungefähr nächste Woche dann sterben. Dann wäre mein Leben wirklich auch zu Ende. Ja, weil du so klein es und schmächtig. Die perverse Version gibt es ja auch noch. Wir können uns so easy
Ein Kalender von sich verschenken. Nee, du, weil du den schöner gestalten könntest. Wer würde eher zum Wohl der Beziehung seinen Job hinschmeißen? Ja. Schon ich, aber nur weil ich dann zu Hause putzen könnte, das würde dir auch gefallen. Putzen, ja, auf die Kinder aufpassen, das würde mir alles Spaß machen. Das würde, ich wäre dann nicht so, ja, ich würde mich eigentlich verwirklichen, sondern ich wäre geil, ja, at home und dann kann ich meine eigenen Hobbys machen. Ja. Ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, irgendwann einen Partner zu haben, für den ich eine Karriere aufgeben würde, deshalb. Ich bin der, halt auch der Meinung, dass ich immer die Karriere über den Partner stellen würde. Mhm. Weil die Karriere nicht irgendwann aufwacht und sagt, I don't love you anymore. Zitat von Lady Gaga. Hat sie das gesagt in einem Interview? Ja, das füge ich ein. Okay. Wer würde eher im Alter zu einer verrückten Katzenoma werden? Ja! Freiwillig, Chantal! Wer würde eher beim Verlust seines iPhones in eine Depression fallen? Wir beide wahrscheinlich. Ja, aber andererseits wollen wir wir sind beide so voll so, wir würden gerne auch mal ohne Handy sein, habe ich das Gefühl. Weil ich mir denke, okay, wenn es weg ist, dann habe ich halt erstmal Freetime. Ja. Wer würde eher wegen einer Überdosis Schokolade im Krankenhaus landen? Ja, ich liebe Schokolade, einfach immer alles auf der Welt. Andererseits bin ich die einen fetten Schokoaufstrich drauf macht. Und Frage ist, lutscht ihr Schokolade oder kaut ihr sie? Weil ich lutsche Schokolade. Ich kaue. Ja. Hello. Wir haben noch Schokolade. Geil, wir können gleich erstmal ein Stück Schokolade essen. Wer würde eher nach einem Horrorfilm die ganze Nacht wach liegen? Ja. Me. Ja. Den letzten habe ich in Berlin gesehen vor ein paar Monaten mit dir. The Visit. Ach ja, richtig. Oh, der ist geil. Wer würde eher den Namen seines Schatzes über sein Herz tätowieren? Aber nicht, dass du es machen würdest, aber du wärst halt more likely to. Ja, wenn ich mir überlege, was ich mir aufgrund meines Ex-Freundes schon tätowieren lassen wollte und jetzt denke ich mir so, wenn ich mir das tätowiert hätte, dann hätte ich das für immer auf mir drauf. Was wolltest du? Oh, ich glaube, jetzt ist es richtig schlimm, weil jetzt klingt alles. Oh mein Gott. Okay, dann hoffe ich, hattet ihr ein bisschen Spaß dabei. Wir könnten eigentlich noch ewig weitermachen. Schön, dass du da warst und meinen Channel beehrt hast, liebe Nora Wunderwald. Ja. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder und bis dann.